ich als Muslima, die wirklich Kopftuch trägt und nicht gerade das Glück hat, hier bei der PUC oder sonst wo angestellt zu sein, hat echt ein Problem. Also ich selber kenne viele, die aufgrund dessen ihr Kopftuch wieder ablegen mussten, weil sie eben studieren wollten und mit Kopftuch ging das nicht. Ausbildung oder auch irgendwelche andere Sachen, die beruflich sind. Und die haben das dann oft unter Wein abgelegt. Aber sie hatten keine andere Wahl, weil sie halt ja, leben müssen. Von irgendwo muss es ja kommen. Und wenn ich mir das so angucke, dann denke ich mir, nein, uns wird es nicht zu leicht gemacht. Ja, und mittlerweile bin ich auch wirklich an dem Punkt, wo ich sage, Muslime sind jetzt so lange Teil von Deutschland, dass ich echt sage, ey, wir haben evangelische Feiertage, wir haben katholische Feiertage, warum haben wir keine muslimischen Feiertage? Ich meine, wir wissen selber, wie viele Muslime in Deutschland leben, ja, und eins ist auch ganz klar, nämlich, dass die Muslime wahrscheinlich am ehesten noch ihre Religion so ausleben, als mehr als die Katholiken oder Evangelien, ja, und das wäre so ein Punkt, wo ich sage, ey, Gleichberechtigung, ja, also warum haben wir nicht, zum Beispiel Bayram, ja, Zuckerfest. Ich sage ja nicht, ja, jede Woche einmal frei oder so, aber zum Beispiel am Zuckerfest, warum haben wir da nicht auch frei?